Gelecki, 4:04 in der Früh. Und ich flog da direkt vor meiner Tür. Flog da und halt die Tür. Nein, ja, die Tür da, nein, die gehört nicht mehr. Wem dann? Ein Plan brauche ich. So ein Papier mit Nadel. Sie befinden sich jetzt hier. Meine Orientierung, Tatsache, dass ich die verliere, es passiert sonst nie, nur unter Bier. Wenn ich am Stammtisch war und clear, wenn ich dann gesitzt bin, mich dann rühr und aus der Ruhe raus schnell agier, dann kann es schon sein, dass ich so gespür, dass ich mich stark auf was fixiere, marschier zu auf ein fremdes Tier und glaub, die Tier, die war von mir. Heute aber kann ich nichts dafür. Am Nebentisch waren so blöde Kühe. Wir trinken gemütlich unser Bier. Sie zwitschern Schnaps. Ein Elixier aus Kräutern, so eine braune Brühe. Und eine nimmt mich ins Visier. Ah, Schnaps sei zwei, los drei sei vier. Brutal, was ich so inhaliere. Die Glasel stehen am Tisch parlier. Die Knie werden dorgig, ich verliere mein Gleichgewicht und mein Glasel Bier. Ich schmier ab und ich fall ins Geschirr. Lieg in die Scherm, kann nix dafür. Autsch, es tut weh, wenn ich mich rühr. Was ist da los mit dem rechten Knie? Ein echter Schmerz ist, den ich spür. Doch liegen bleib in mein Blut nach mir. Steh auf und steig wie ein Fakir über die Schirmen Richtung dir. Eine Stimme bremst mich. Halt die Kassier! Da wird es. Da muss ein Feuer gehen. Ich schau erst weg, ja, ich probier, dass ich den Gläufe ignoriere. Dann heiß ich Blutsauger, Vampir! Egal wie ich ihn tituliere, er lacht. Keine Chance, ich resigniere und ich gebe das Geld hin, ab ins Geschirr. Ein Besenhalter, ich kapier. Er möchte, dass ich noch zusammengehe. Ich nick, weil ich das respektiere und gebe mir wirklich Gräste mir. Doch er hat dafür gar kein Gespür. Da sind nur Schirm unterm Klavier. Ich nehme mal runter auf die Knie. Die Scherben sind weg, doch ich verschmier ein Liter Blut bis zu der Tür. Ich bin daher, ja, ich spazier am Berg vorbei und durch die Tür, wünsch ihm am Arsch noch ein Geschwür und leg dann los. Ja, ich marschier laut, schnaubend wie ein wildes Tier. Gespür dann aber mein rechtes Knie, mein Schritt wird schwer. Ich kollabier und Stunden später liege ich stier in aller Frühe in meiner Tür. Was war denn los? Ich reflektiere, probiere zum Dinger korrigiere, doch das Hirnschmalz, das ich investiere, das ist vergebene Liebesmühe. Komisch, da stehen Rosen in der Blühe. Ich hab keine. Das ist nicht mein Tier. Alles tut weh, ich blüht und wir. Da steckt der Scherb noch in meinem Gnür. Rot läuft's, aber ich verliert Beherrschung. Ja, ich penetrier, verzieh, versau mit der Brühe. Grad extra da die fremde Tier. Die Blasen druckt. Ich urinier, ich brunz an Grifos, Schluss scharnier. Erleichternd ist, es schafft Bläsier und juckt nicht. Es ist nicht mein Quartier. Ich brauch das jetzt gar nichts dafür. Ich brauch's, dass ich mich amüsier. Ein Haskell sei, dass ich den schür. Moment, halt. Über der Tür. Mir wird alles kalt, jawohl, ich frier. Da steht ein Wort. Mein Blick wird stier. Es fängt mit Pol an. Hint steht ihr. Doch das Wort heißt nicht polier. Meine Optik hat's verzwungen und wir ein Fixierbild. Ich kapier, dass ich zwei Wörter zusammenschnür. Zwei sind's, genau. Hint steht Revier, vorn
Polizei. Ich glaube, noch nie war ich so wach in oder früher so stark. Trotz Schmerz im rechten Knie. Hör sofort auf mit meinem Geschmier, weil ich mich auf der Stelle genier. Die Hosen zu, bloß weg von hier. Ich ruhe zum Bach, da ist die Pia, die Bruck noch, wenn ich die passiere. Da bin ich direkt vor der Tür. Vor meiner. Ja, die Tür gehört mir. Und wenn ich es dann erstmal aufs Spier ins Bett steig und mich nimmer rühr und ausschlaf, bis ich es nimmer gespür. Ja, na was ist wirklich wert? Ne? Auf jeden Fall, das machen wir wieder. Das sicher nicht, Gaudi. Ja, das machen wir wieder.